Hallo und herzlich willkommen zu Wir bringen Licht in die Bude Teil 2. Der erste war beim Alexander Teichhofer, beim Gaudi Fußball. Ja. Oder Bavaria Dance. Jetzt sind wir beim Autoscooter No Frank. Limit. No Limit Frank. No Limit Frank, genau. Jo, und wir haben aber gesagt, wir machen auch eine andere Preisklasse. Und also noch ein bisschen mehr Power. Größer, mehr Power. Drei Goboräder. Geiler Prisma-Effekt. Was ich schade finde, man kann den Prisma-Effekt nicht mit dem anderen Prisma-Effekt zusammenlegen. Was bei dem kleinen roten Kaiser da drüben geht. Zeig mal dann euch. Ja. Dann noch Zoom. Ein Zoom haben wir. Auto Zoom. Nee, kein Auto Zoom. Du machst das selbst in den Stimmen. Das ist doch Zoom. Ja, über das Pult, aber dann am Ende muss ich machen. Ja. Leider nicht IP65, die sind aber optimal hier für einen Autoscooter. Ja, und eigentlich zu höher, oder? Zu groß, aber überdimensionell, aber sie passen hier rein. Und haben eine tolle Stelle, wo sie hängen. Vor allem die Halterung ist auch geil geworden. Ja. Genau. Jetzt zeig mir am besten, um welchen Moving Head es sich handelt. Genau. So, meine Freunde, das ist das kleine Teilchen. Und zwar handelt es sich um den Eurolight BSW 380 Moving Head Beam Spot und Wash. Also Im Fachgaschon ein Hybrid. Ja. Kann alle drei Sachen, was er kann und soll. Und man kann auch andere GoPro-Räder reinmachen. Zum Beispiel Logos und so weiter. Ist geplant. Jetzt zeigen wir euch mal ein tolles Unboxing. Genau. Was Steiniger halt nicht so beachtet hat, ist, ich muss das ganze Ding einmal drehen. Das ist blöd. Steiniger, lasst euch was einfallen. Bitte. Vor allem, wenn du noch mal brauchst. Zieh! Ich glaube an dir. Ja. Bobby muss zuschauen. Bobby, guck. Bobby. Ist keine Katze. Katze. Alter. Soll ich geheim lüften, Thomas? Ja, zeig's uns. Ta-ta-ta. Ah, Sonne. Licht. Na gut, wir sind nicht gerade im Licht, aber wir schieben mal kurz im Licht hin. Da haben wir aber den Bobby. Genau, Bobby, erklär mal den Moving Head. Hast du schön gemacht. So, was haben wir denn? Der erste Moving Head, der tatsächlich hier oben eine Bremse hat. Für den Transport. Genau. Und hier auf meiner Seite. Auf Thomas seiner Seite. Und zwar ist hier. Hier. Genau. Genau, was bietet der Moving Head? Und zwar, fangen wir erstmal vorne an. Wir haben hier USB für Quick DMX. Dann haben wir natürlich Display. Ein Touch-Bildschirm. Mit Touch. Der sich sogar automatisch dreht. Das werden wir dann euch zeigen dann später. Das haben wir schon. Ja. Aber kriegt das später eingeblendet. Dann natürlich die normale Tasten. Und ich glaube, das ist für Updates. Der kleine USB, das ist kein C. Das ist USB Mini. Genau. Die ganz alten. Also den Moving Head kann man updaten. Ja. Kann er dann auch mehr Effekte. Aber eins kannst du echt mal machen, dass man über USB Update, also auf Stick drauf steckt und ein Update zieht. Wie bei einer Leecon oder bei anderen. Genau. Was haben wir sonst noch? Natürlich. An- und Ausschalter. Power was, in. Was Power man jetzt aus. Nur sagen müsse. Der hier fehlt beim XB 280. Soll ich mal holen? Ja. Wir holen mal den XB 280. Jetzt habt ihr mal einen Größenvergleich zwischen den und dem hier. Also den TMH XB 280, wenn man es in seinem Arm wegtut. Und den Eurolight TMH BSW 380. Ja, und hier, wie schon erwähnt. Ja. Der hat noch einen Power-In. Und Anschalter. Und DMX In und Aus. Genau. Aber ich glaube, hier wird kein zweiter hinpassen. Schon ein bisschen. Naja, wenn man die schon ein bisschen weiter rüber setzen würde, und das ist auch dabei darüber, und dann quer, dann kann der andere unten drunter passen. Genau. Nur so als kleiner Tipp, Steinige, falls euch das
Falls ihr mal Lust habt, was zu ändern. Ja. Ja. Aber also, beide sind geile Moving Heads, muss man sagen. Ja, das ist der, wo beim Spannberger Chaos an die Schaukel. Und am Breakdance hängt. Und am Breakdance. Und beim Eriks Remmel am Hot Wheel, wo haben wir noch verbaut? Spannenberger Musik Express 3000. Genau. So, und jetzt wieder zurück zu dem anderen Klopper. BSW 380. So. Wir haben halt DMX Input und Output. Genau. An- und Ausschalter. Sicherung, falls die Sicherung mal durchfliegt, kann man da die Sicherung tauschen. Power In und Power Out. Also Power Out wäre halt beim XB 280 eigentlich auch nicht verkehrt gewesen. Genau, that is all. Ja, also wie ihr... Halt, wir haben die Vorderseite hier gar nicht gezeigt. Doch? Nein, aber nicht erklärt. Das gleiche in klein. Fast. Eine Aero-Lampe, die funktioniert sogar. Der merkt, wenn er was... Hat er auch sogar. Der merkt, wenn er was dann funktioniert. Bei dem wird sogar der Fehlercode wird sogar gezeigt, was kaputt ist. Bei dem weiß es nicht. Muss halt hinleuchten. Genau. Quick... Uiuiui. Quick DMX. Quick DMX und die normalen Menüschalter. Wo ich das Feld viel schöner finde als desto. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Auf jeden Fall haben wir jetzt die beiden hier. Die werden verbaut. Vier genau. Stück. Dann haben wir mitgenommen zum Vorzeigen. Genau. Falls was hier in den Himmel noch reinkommt. Ja. Ja, bis jetzt haben wir noch die Standard-LED-Leisten. Wir haben schon drüber geredet, ob wir die Lampen, weil die 1 bis... Nein, das erzählen wir noch nicht, Thomas. Das ist noch jetzt... Das zeigen wir euch in einem anderen Video. Das zeigen wir euch, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall wird entweder dieser Autoscooter oder der andere, der aber noch nicht spruchreif ist, beziehungsweise der hatte den hier mal zum Testen bei sich am Autoscooter. Ja, er konnte sich schon entscheiden, ob er einen will. Kann man eigentlich so sagen. Ne? Aber. Es wird! Also, ich sag, der ist auch geil, aber der hat mehr Power unterm Popo. Und wir testen noch was hier, was anderes, was wir oft genug beim Spannberger Breakdance gemacht haben. Ja. Viermal. Wir gucken heute, ob die Laser funktionieren. Wir testen das. Also, testen und dann auf den einen Platz, noch in diese Saison, sind sie dann. Mit richtiger Lasershow, das setzt man nämlich mich in die Klasse. Ja. So, das ist jetzt mein Part, nicht Marcel sein Part. Und zwar dieses wunderschöne Pulli-Case. Ich mach's auch. Marcel macht Unboxing. Das mag der. Ist schon offen. Nee, ist nicht offen. Doch. Tada. Tada. Das ist ein Raincover. Ja. Die wurden mir nachgeliefert. Das Kondom für den Laser. Ja. Und zwar haben wir hier dieses schöne kleine Gerät. Ich muss mal rausholen. Und zwar haben wir hier den Laserbird PL 5000 MK2. MK2 gibt es nicht mehr, sondern jetzt die MK3. Die MK3 hat ein IP-Gehäuse 55. Also man kann den auch ohne Raincover draußen hinhängen. Das macht dann nichts aus. Aber die werden auch mit Raincovers geliefert. Natürlich haben wir hier einen analogen Safety. Also analog. Man kann so die Linse schützen oder einstellen für die Safety Zones, so analog, dass so mit die Schraube fest ist, dass er nicht rausballert. Und zwar, ich hoffe mal, das Licht passt hier. Einmal Fangseil, dann haben wir hier den Notaus in LAN für Input und Output, also zum Durchschleifen zum nächsten Laser. Dann haben wir Strom, Power In, Power Out, An- und Ausschalter, Schlüssel, weil ohne Schlüssel kann man den Laser nicht betreiben, nur mit Schlüssel. Dann haben wir einmal das Interface für ArtNet, für Emo für LAN, also ArtNet zum Durchschleifen, genauso wie DMX, das können wir über das Netz steuern, den Laser, oder wie üblich über ILDA. Dann kann man hier die Leistung einstellen von jeweiligen Diode, rot, grün, blau.
Natürlich kann man dann auch, je nachdem, spiegelverkehrt laufen lassen, die X-Achse oder die Y-Achse. Jo, den tun wir auch mal heute vorzeigen und dann bei einem Platz noch in diesen. Auf jeden Fall hat er garantiert 5 Watt Ausgangsleistung und eine Scannergeschwindigkeit von 40.000 Umdrehungen pro Sekunde. Das war's, was wir jetzt hier verbaut. Und wir zeigen es euch dann, wie die Geräte alle hängen. Stimmt, in der Zeit könnten wir ja schon mal den Bildschirm drehen. Alles, der Bildschirm dreht sich sogar automatisch. 53. Scheiße. Ist scheiße, wenn die Tasten falsch rum sind. Gut. Huch. So, dann gucken wir, ob es geht. Müssen wir mal die Lampe zünden. Ich glaube, der doch. Ich weiß es nicht. Witzig. Was habe ich hier einprogrammiert? Doch, Lampe zünden. Ah, jetzt hat. Ja. Wir haben jetzt den kleinen Bruder auch noch angeschlossen. Den TMH XB 280. Und ich muss sagen, der hält besser mit als die anderen. Ja, und aber zwar, das ist jetzt tödlich, zwar hängen jetzt hier die BSW 380. Also nicht nur ein haben wir hier, sondern insgesamt vier Stück. Also da hängt das ganz da hinten, da, der zweite ist hier, dritte ist hier und der vierte ist hier. Die werden gerade nur mit 2 Quick DMX angesteuert, ja, das ist so egal, und mit DMX angefahren. Die weiteren Quick DMX kommen noch und dann ist das Ganze kabellos. Genau. Jo. Was man dazu sagen muss, weil der jetzt stärker vorkommt, der muss nur durch der kleine XB. Der kleine XB muss durch ein Goborad und durch einen Fokus. Die haben ja einen viel weiteren Weg, bis sie rauskommen. Die haben 3 Goboräder. Farbrad. Ein Farbrad. Ja, das hat der auch natürlich. Ein Farbrad. Prismarad. Prismarad. 2 Prismaräder. Hat er Frost? Da man, Frost hat er auch noch. Hat er auch noch. Was hat er noch? Und ein Zoom. Das hat der Kleine nicht dazu. Nee, das hat er. Eine nicht. Blind. Ja. Ne, wir haben nur den XB mitgebracht, vorzeigen. Ja. Falls die auf die Idee kommen, noch den Himmel zu bestücken. Beziehungsweise nicht nur den Himmel, eher hier draußen. Wie ihr auch gerade seht, haben wir den Laser gerade da hingehängt. Dazu kommen wir dann. Machen wir die Mühle an, du. Jo. Aber da muss man dann wieder abhängen, weil da hängt mein Powercon-Kabel. Dann muss ich dafür meinen Laser dran machen. Den habe ich erstmal provisorisch hier mit Netzwerk angeschlossen etc. Dann können wir mal die Laser testen, ob die 5 Watt Laser gegen den Himmel ankämpfen. Wir haben es schon getestet. Also wir hatten nur den Himmel kurz angemacht, es war viel zu hell. Also 5 Watt wird kritisch, würde ich sagen. Außer er macht das Elend aus und das andere anlassen, dann ja. Ansonsten müssen wir gucken, was wir da, welche Wattstärke wir da am besten nehmen könnten, um dagegen anzufangen. Genau. Jo. So, mir muss jetzt gleich Sicherung machen und weiter programmieren. Ja, ich mache jetzt meinen Laser weiter. Wir bauen den XB ab. Mach mal Laser, mach eine kleine Lasershow, testen mit anderen Lichtern und dann geht's weiter
mit einer BSW weiter zu programmieren. Genau. So, wir haben jetzt mal kurz die Laser am Laufen. So, aufpasse. Das sind natürlich zwei. Das Bild sieht halt ein bisschen dunkler aus, aber hier. Hallo. Man kann dann später dann Testbilder machen und sonst so weiter, weil das ist jetzt gerade nicht Show. So, die BSW 380 sind grob, grob installiert, also nicht grob, die sind jetzt installiert, programmiert und Entschuldigung, dass ich jetzt meine Mütze nicht aufhabe, dass ich so jetzt chaotisch hier aussehe. Und meine Laser haben wir jetzt da oben verbaut. Also hier in die Dachschräge rein. Gehen wir mal jetzt hoch. In Raincover sicherheitshalber, weil es können schon noch ein bisschen von oben in Schräge reintröpfeln, dass sie wenigstens ein bisschen geschützt sind. Also das sind die MK2, die sind nicht IP55, die haben Raincover halt. Also die haben auch den Breakdancer von Spannwerker, 4 Plätze überlebt. So und so sind sie jetzt auch hier drin. Die werden jetzt noch eingestellt von der Neigung her und die Safety Zone. Und dann ist der der Autoscooter von Frank, also No Limit, für die letzten 3 Plätze mit meiner Laser bestückt. Und dann wird mal sehen, ob der demnächst eigene Laser bekommt. Aber wir wollen dann auch noch sehen, was der Marcel noch Schönes bei denen einprogrammiert hat. Eigentlich ist das Video ja nur für die BSW gedacht, aber es ist jetzt ein bisschen auch ausgeahndet, es wurde ein bisschen größer. Wir sind schon hier seit 5 Stunden am Rumprogrammieren und haben angeschaut und uns überlegt, was wir jetzt noch machen könnten. Also hier am Autoscooter wird einiges irgendwann noch ändern. Anschaust. Aber wir zeigen dann noch die Kasse, wenn wir ein bisschen aufgeräumt haben, wie das dann soweit hier aussieht. Achtung, elektrische Anfälle hier. Gut, also Laser haben wir jetzt ausgerichtet, hängen oben drin. Ja, einmal da drüben und einmal da. Das Gute ist, wir sind ja überdacht. Es fängt gerade draußen an zu regnen. Lang lebe ein Autoscooter. Ja, also die Laser haben wir jetzt ausgerichtet. Also die Laser können gut ankämpfen gegen den Himmel, jedoch durch den Spiegel außenrum nicht. Die sind dann viel zu hell. Ja, die werden dann so programmiert. Sobald, also die tun dann halt abwechselnd mal Licht machen, mal so und dann halt mal mit Laser und Moving Heads oder dann nur den Himmel Moving Heads oder so und so weiter. Das kann man alles dann so auch einprogrammieren, dass es auch so ist. Ansonsten sieht es gut aus, aber ja, auf der Kamera sieht es halt ein bisschen schwach aus. Marcel tut den Camper jetzt beleuchten. Im Endeffekt sind wir fast fertig. Wir müssen dann nur noch die Kasse aufräumen, also hinstellen, dann noch eine Einweisung geben. Mit Laser muss ich dann auch eine Einweisung geben, wie das funktioniert, das ganze Pipapo. Das reicht schon aus, dass eine Einweisung ist, aber wenn sie auf dem nächsten Platz sind, muss ich dann wieder das alles einrichten und wieder eine Einweisung geben. Aber die wollen selbst demnächst auch einen Laserschein machen, weil wenn die ja wirklich jetzt dann Laser kaufen, dass sie dann auch auf der sicheren Seite sind.
Jo. Die BSW, die gehen auch schon ganz gut ab. Marcel ist schön am Programmieren immer noch. Ja, guckt halt euch das sich an. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Wann sind wir gekommen? 18 Uhr? Zum Dreh. Nein, halb 18, sieben. Halb sieben. Wir schreiben jetzt. Das Jahr 2023. 2023. 14. Oktober, 1.46 Uhr. Wir haben es geschafft. Ja, die Moving Heads laufen. Es ist alles programmiert. Ich muss sagen, die Dinger sind echt eine Effektmaschine. Also Gobo-Zeug, was man so alles machen kann und machen. Was man so halt machen kann, ne? Was hast du jetzt genau gemacht? Ja, was habe ich jetzt gemacht, jo? Wir haben jetzt alles einprogrammiert. Bewegungen, Shutter-Effekte, Farben, zwei Farben, Lauflichtprogramme, Prismakram, das alles. Kobos. Das alles über. Das Light. 5 mit einem Mini-PC und einem Akai APC 40. Akai APC Mini. MK2. Jo. MK2 nur, weil die. Tasten. Ein bisschen anders da aussehen. Und ein bisschen redesigned. Und können mehr Farben. Also das ist praktisch dann, wenn man halt die Sektionen wechselt. Also zum Beispiel die eine Seite haben wir hier. Bewegung. Dann haben wir Shutter. Shutter ist hier. Farben. Die Farben. Unterschiedliche Farben. Also zwei Farben oder Rainbow, was weiß ich, whatever. Das sind die Lauflicht von die Farbe. Das hier. Ja. Und Prisma-Effekt kann man jetzt nicht sagen. Gobo und Prisma-Effekt. Ja, das sieht man sich ja da schon am Rumfahren. Genau. Kann auch mal drüber machen. Ausmachen. Und mal drauf rumtippen. Ja. Mir müsste da gleich nochmal drüber gucken. Ah, was man immer machen sollte, man sollte auch auf live gehen. Dann funktioniert jetzt nämlich alles richtig. Das war der letzte Fehler. Aber man kann halt schon viele Effekte mit dem Zoom machen. Was mir bei dem Gerät jetzt leider gefehlt hat. Man könnte auf Steinecke mal ein Update irgendwann rausbringen. Und zwar beim XB280 ist ein Random Stroboskop drin. Ist quasi sowas. Bloß können machen diese Moving jetzt das alle gleich und ich finde auch besser. Das musste ich jetzt hier ein bisschen anders lösen, aber es hat geklappt. Genau. Und schöne Farben hat es auch noch. Ja, und groß. Also die Fahrbahn ist ausgeleuchtet. Die ist komplett ausgeleuchtet. Genau. Nur mit 4. Mit 4 Stück. Gut. Hast du noch irgendwas zu sagen, Frage? Nö. Wenn die Fragen haben, können sie alle in die Kommentare schreiben. Genau. Wir haben ja alles gezeigt. Unboxing. Genau. Dann kann ich dir noch mein Part zeigen. Ja, mit seinem Laser. Ja. Was aber auch. Sollen wir die Laser auch noch? Ah, hast du ja schon gezeigt. Die Laser sind das andere Riesenpult nebendran. Dann machst du, zeig's mal. So, wir haben einmal hier einen Laptop von mir vorübergehend. Die Laser werden demnächst mit DMX angesteuert. Aber so lang sind sie jetzt mit Artnet, also LAN, angeschlossen. Genau. Und jetzt hat der Herr Repp. Darüber mit einem Schaucontroller, Dongle, Schaucontroller, Interface, Software. Genau. Und darüber auf einen Akai APC 40 MK2. Das ist schon bald, das sieht jetzt gleich andere Generationen, ne? Ja, also da haben wir das Mini und auch gleich das Akai APC 40 habe ich auch. Ja, aber du hast die Keyboard-Version. Nee, ich habe die Vorgänger-Version von der. Ah, die Vorgänger, das ist die MK1. Nee, da steht nur Akai APC 40. Ja, und ja. Dann kam die MK2. Genau. Gut, also wie gesagt, aber wir haben es... Oh, Marcel, ich muss auf den Schoß. Ah.
Scheiße. Gut. Wir haben jetzt so auf jeden Fall sicher gemacht, dass die Fader hier alle unten bleiben, dass da nichts verstellt wird und dann halt nur auf den Master für die Helligkeit later. Immer volle Pulle. An, aus, an, aus, an, aus. Und dann natürlich Not aus und dann haben wir hier halt alle Farben. Also lasst euch nicht orientieren jetzt, weil hier das halt ist. Da ist es. Genau. Hier haben wir Rot. Rot. Grün. Grün. Ja gut, grün. Blau. Und blau. Blau, blau. Und. Also wir haben jetzt alle Farben hier drin. In der Randelbude. Laufen tun ja die Laserbelt PL 5000 MK2. Genau. Wo auch schon fast ein Jahr bei mir. Über ein Jahr im Betrieb sind. Die habe ich. Die hatten schon alle, ne? Ja, Corona-Zeit gekauft. Genau. Also, ich finde sie geil. Das sind geile Laser. Für einen Autoscooter ausreichend optimal. Wie gesagt, die werden dann demnächst mit DMX angesteuert. Ab Montag. Erstmal wird es jetzt erstmal mit. Rutsch wieder rüber. Nur mit Dingen angesteuert. Jo. Gut. Dann haben wir hier einmal die ganze Beleuchtung vom Autoscooter selbst. Mit der Harting-Kabel. Schalter. Dann haben wir hier noch eine Bell-Anlage. Wunderschöne. Bell-Jinglebox. Oder Marcel total fasziniert ist. Nicht. Mikrofon. Hey, hey. Hey, hey, noch ein bisschen. Ja, gut. Das war's jetzt allgemein von unserem Video. Oh, wir haben das Chaos. Ja. Das wär's jetzt gewesen. Bis hierhin und nicht weiter. Ja. Ich denke, es gibt noch einen Teil 3. Na, hier wird sich noch ein bisschen ändern. Da kommt noch was auf euch zu. Ja, einiges. Der Hütten brennt irgendwie. Also. Wenn ihr den Autoscooter No Limit von Frank sehen möchtet, Karlsruher Bezirk ist er unterwegs. Ja. Moment, wir könnten auch noch was anderes jetzt mal erwähnen. Mhm. Und zwar, für alle, die in Bad Hersfeld sind, guckt euch mal genauer den Starlight, den Musikexpress von. Den Starlight der Musikexpress an. Von Beinhorn. Von Beinhorn. Weil da hängt. Jetzt euer. Ein Moving Head von mir vermittelt. Zwei Stück. Zwei Stück. Mit vier personalisierten Gobos. Ja. Also einmal der Feuermeister vom Lulus Fest und einmal das Logo vom Starlight. Genau. Beziehungsweise in einer abgeänderten Variante. Da das nicht so funktioniert hat mit allen Farben. Und es sind Eurolight THMS 200. Genau. Genau. Spot Moving Head. Spot. Hört sich immer so komisch an, Spot. Ja, und hier haben wir Spot Beam. Spot Beam Wash. Ja, boah. Man hätte es aber auch einfach übrigens. Ja, der Bobby, der ist. Ich will auch übrigens sein. Darfst du. Gut, in diesem Sinne sagen wir Dankeschön, dass wir das machen dürften. Genau. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Laser in dieser Saison. Also noch 3 Plätze. Mehr Laser folgen. Mehr Laser folgen, genau. Mehr Moving Heads folgen. Jetzt wirst du wahrscheinlich das erste Mal Autoscooter-Fahrer mit deinen YouTube-Videos. Ja. Gut, das war's eigentlich von unserer Seite aus. Genau. Hat Spaß gemacht, war recht lustig. Alle haben schon geguckt, auch andere Schausteller, was so Schönes gab. Ja. Und dann sind wir gespannt auf die Referenzen und die Reaktionen von anderen Schaustellen und Gästen, wie sie das alles finden und auch ihr im Video, wie ihr das fandet und ob wir noch einen dritten Teil. Es wird einen dritten Teil geben. Oder vierten Teil. Oder wenn es hier, im Umkreis, dann in Hamburg, München. Wir fahren Berlin, ne? Wir fahren überall hin irgendwie. Ne? Und wenn nicht, fahren wir mit der Bahn. Wir gucken. Was wir machen könnten, was machbar ist. Ja. Ja, das war's jetzt von dem zweiten Teil von der Reihe. Wir bringen Licht in die Bude. Ja. Was eigentlich ein geiler Name ist, ein geiles Slogan. Wir bringen Licht in die Bude. Ja.
Genau. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ihr könnt ruhig, wie gesagt, Fragen habt, unten reinschreiben in die Kommentare. Liken, abonnieren, je nachdem, wie ihr bockig seid. Ja. Marcel wird geleckt. Abgeschleckt. So, gut, in diesem Sinne sagen wir dann einen schönen Abend, schöne Nacht. Gute Nacht. Schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Jo. Bei mir bringe Licht in die Bude. Oder bei mal einer anderen Vlogs. Also. Genau. Irgendwo kann man noch spenden. Für neue Moving Heads. Für neue Moving Heads. Nee, Quatsch. Okay, das war's jetzt. Also, ciao, ciao. Ja.